Dirk Müller gut weggekommen, auch Klaus Grafenhorst Farnbacher hat sich gleich dazwischen geklemmt, während Harald Groß ausgehebelt wurde. Das sah schon spektakulär aus. Das werden wir sicherlich in der Zeitlupenwiederholung noch sehen. Zunächst Klaus Graf vorne und damit hätte Marc Baseng seine Wette gewonnen. Er hat Dirk Müller also ganz offensichtlich richtig eingeschätzt. Einfahrt Castrol S. Der Wunderbaum Porsche also in der Spitzenposition. Dahinter Dirk Müller, Horst Farnbacher und Wolfgang Land. Stippler. Und dann sehen wir die Verfolger schon ein kleines bisschen mit Abstand. Dann folgt Marc Baseng, der Plätzchen gut gemacht hat. Auch schon sich einen kleinen Respekt. Marc Baseng wird immer langsamer, spektakulär langsamer. Das Auto schon im Schlingern. Und wir sehen noch einmal die Wiederholung. Schauen Sie auf Harald Groß, der will da zwischen den beiden durch. Und das geht schief. Da wollte er zwischen Schmickler und Stäbler durch. Das hat nicht können sein. Da war einfach kein Platz mehr, nachdem die beiden zugemacht haben. Und da wurde er richtiggehend ausgehebelt. Und das Fahrzeug von Horst Stäbler qualmt. Da schleift offensichtlich ein Reifen am verbogenen Blech, am verbogenen Chassis. Da kommt der Stefan Hackel, macht hier einen Platz gut, das wird ihn natürlich freuen. Hat auch nicht Lust, immer da ganz hinten rumzufahren, das ist klar. Sie kommen immer näher an Harald Groß heran, der sich das gleiche Ziel gesetzt hat in seiner letzten Saison, wie natürlich auch Wolfgang Land. Er wollte unbedingt den Meistertitel nochmal unter Beschlag nehmen, aber daraus wird es wohl jetzt nichts mehr. Denn heute, da gibt es kaum Punkte für ihn. Wolfgang Land an sechster Position, liegend hinter Frank Schmickler, schaut sich das momentan in aller Ruhe an. Er würde 10 weitere Meisterschaftspunkte kassieren. Liegt ja vorne mit 85 Zählern. Sein Vorsprung auf Klaus Graf 19 Punkte. Der würde 20 bekommen für einen Sieg hier und damit 10 von diesen 19 Punkten also gut machen können. Das alles noch rechnerische Spielereien nach der vierten Rennrunde. Wir haben also noch eine ganze Menge Zeit. Das Feld ordentlich sortiert, keine größeren Überholmanöver, die anstehen. Kurze Verschnaufpause, wir sind gleich wieder zurück. Zurück am Nürburgring, 6 Runden sind absolviert und wir sehen hier hart im Gefecht. Marc Baseng wird hier aufs Heftigste bedrängt vom Belgier, von Hans Willems, und der geht auch innen durch. Vielleicht mit etwas viel Speed, nein, der kann den Porsche auf Linie halten. Spektakuläre Aktion des Belgiers, der komplett frustriert war nach dem Training. Nicht wusste, warum keine vernünftige Zeit zustande kam. Zitat, Auto, Motor, Fahrwerk und Hans gut, wo ist die Zeit? Er meinte, das im Rennen wohl nicht mehr gut machen zu können, aber er liegt jetzt auf Rang 8. Und hat noch Tuchfühlung nach vorne, ganze 7 Sekunden sein Rückstand. Da noch 12 Runden zu absolvieren sind und er fährt hier die schnellsten Zeiten im Moment. Wir haben, denke ich, gerade Horst Stippler auch in die Boxengasse einbiegen sehen. Nicht Stippler, sondern Stäbler.